In Köln ist an diesem Wochenende wieder einmal die Hölle los. Hunderttausende Gaming-Anhänger pilgern in die Domstadt. Das ist die Gamescom. Mittendrin mein Bruder und ich. So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wo sind wir, Colin? Was machen wir? Wo gehen wir hin? Wir sind auf der Gamescom, ja. Verwundernswert war, trotzdem viele Menschen in die Messehallen rein wollten, gingen Rucksackkontrollen trotz verschärfter Sicherheitskontrollen und Ticketvorzeigen schneller als die Jahre zuvor. Innerhalb von 5 Minuten standen wir in der ersten Halle, Halle 10.1. Und somit sind wir nun auch schon drin, laufen hier gerade durch die erste Halle durch, Halle 10.1. Und wie ist dein erster Eindruck, Colin? Sehr voll. Wir gucken mal, was passiert. In der Halle drin hat es mir dann doch ein bisschen die Sprache verschlagen. Es war so voll, dass man echt aufpassen musste, niemandem auf die Füße zu treten. Ich war ja schon zweimal zuvor auf der Gamescom, aber so krass hatte ich das echt nicht in Erinnerung. Wir sind erst in der ersten Halle, Halle 10.1, und hier ist ja schon mal sowas von mega viel los. Also ich war ja schon vor 2 Jahren war ich das letzte Mal hier und da war längst nicht so viel los wie dieses Mal, finde ich zumindest. Also es ist unglaublich. Unter der riesen Menschenmasse leidete leider auch meine Orientierung. Erst nachdem wir so circa 45 Minuten durch die Messehallen herumgeirrt sind, wusste ich so ungefähr, wo ich bin, was ich wollte und was so um mich herum ist. Und dann war es eigentlich auch ganz cool, hier und da mal so zu gucken, Fotos zu machen und den Menschen in der Schlange beim Warten zuzusehen, was echt lustig ist, das so zu sehen. Aber nein, das ist doch echt krass, oder? 2 Stunden anstehen und 5 Minuten ein Spiel zu spielen, was ich in einem Monat in Ruhe zu Hause auf der Couch spielen könnte. Nein, danke, also das brauche ich mit Sicherheit nicht. Stattdessen hielten wir uns an den Ständen auf, wo nicht ganz so viel los war. Wobei diesen Einstand, wo nicht ganz so viel los war, den gab es eigentlich gar nicht. Die Eindrücke, die ich auf der Gamescom 2017 gesammelt habe, bringen mich echt zum Nachdenken. Wie kann es zum Beispiel sein, dass es von Jahr zu Jahr mehr Leute gibt, die zur Gamescom gehen? Wie kann es sein, dass die Ausstellungsfläche von Jahr zu Jahr wächst, sich aber trotzdem immer mehr Menschen auf einem Quadratmeter befinden? Und letztendlich stellt sich die Frage, wie kann man das verbessern? 3 Fragen, die wir gleich ganz in Ruhe in den Kommentaren diskutieren können. Aber zuvor gibt es nochmal einen kurzen Zusammenschnitt von dem, was wir auf der Gamescom erlebt haben. Zwischenupdate, wir sind gerade hier in Halle 6 ist das laut mit Konami, EA und Ubisoft und so. Also eigentlich eine ganz coole Halle, aber hier haben wir gerade tatsächlich mal ein bisschen einen kleinen Platz gefunden, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja. Und wenn wir mal ein bisschen was erzählen können, denn es ist wirklich so voll und ich glaube, es ist unscharf. So ist besser. Es ist sowas von voll. Ich finde mich hier kaum zurecht, obwohl ich hier schon 3-mal war und es ist einfach nur ein krasser Moment. Wir haben gerade den Formel-1-Wagen von Daniel Ricciardo gesehen. Das war ganz cool, hat Spaß gemacht, sein Formel-1-Auto mal auch in echt zu sehen und nicht nur im Fernsehen. Das ist wirklich größer, als ich eigentlich gedacht hatte, oder? Ja. FIFA 18 ist hinter uns, Colin. Ja. Ich freue mich ja schon drauf. FIFA ist auf meinem Kanal ja doch etwas ruhiger geworden in letzter Zeit, aber irgendwie so ab und an mal FIFA spielen, auch in GTP Live. Warum nicht? FIFA 18 freue ich mich auf jeden Fall drauf.
werden wir bestimmt auch auf meinem Kanal sehen kommen. Ob als Let's Play, das weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Macht auf jeden Fall mega Spaß hier. EA ist ja eine ziemlich große Halle mit Ubisoft drin, wie gerade eben schon gesagt. Und ist schon echt cool. Und auch die ganzen Autos hier in McLaren haben wir gerade gesehen zum Beispiel. Das ist schon echt cool. So, und jetzt werden wir auch schon wieder raus, haben gerade ausgecheckt und jetzt gehen wir so langsam, hier ist jetzt nicht mehr allzu viel los, sind gerade am Nordeingang der Messe und die ersten Besucher, genauso wie wir, verlassen die Messe dann jetzt auch schon. Es ging ja hauptsächlich darum, einfach mal so ein bisschen zu gucken, die Atmosphäre einzufangen, auch so ein bisschen anzuspielen. Wie gesagt, ich habe den Citybus Simulator oder The Bus, wie es genauer gesagt heißt, habe ich angespielt und Formel 1 haben wir auch gespielt und Colin sagt Stopp. Warum? Weil wir anhalten müssen. Genau, hier habe ich die Abmoderation zur Fotokina gedreht und ich würde sagen, das ist ein guter Ort, um die Abmoderation für dieses Video zu drehen, oder? Ja. Die Gamescom. Dein Eindruck? War sehr gut, aber zu voll. Sehr gut, zu voll, ja. Damit muss man halt rechnen, wenn man auf die Gamescom geht, dass es ziemlich voll ist, aber mich hat es auch überrascht. Es war, also, es ist jetzt nur mein Eindruck, aber ich fand es noch voller als vor 2 Jahren. Anscheinend wird es immer und immer voller und ob das so gut ist, weiß ich nicht. Denn dann steht man noch länger an und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die Messe immer voller wird. Die Leute werden immer und immer gestresster und von daher, Gamescom, Tickets ein bisschen teurer machen von mir aus, dafür weniger reinlassen. Ganz einfach, dann hat jeder ein bisschen mehr Spaß und es ist auch nicht so stressig. Colin will jetzt auf jeden Fall nach Hause und von daher würde ich sagen, geht's jetzt auch nach Hause. Wir beenden den Vlog an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Drückt einen Daumen nach oben und abonnieren. Und ansonsten bis dann. Tschüss. Tschüss.